Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Slime Ranger. Ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen schlau gemacht. Wir haben ja in der letzten Folge den kleinen Hinweis bekommen, dass der noch ausstehende Schleim, also ich kann es euch nochmal zeigen hier, dieses Fragezeichen, ein Säbelschleim ist. So, jetzt bin ich ja die ganze Welt schon abgelaufen quasi. Ich kenne, naja, nicht ganz alles in- und auswendig, aber ich würde sagen, ja doch, ich kenne so ziemlich vieles in- und auswendig hier, was wir mittlerweile abgelaufen sind. Gut, in dem Moosbett vielleicht nicht ganz so, ist jetzt, auch wenn der erste Eindruck wow, super toll war. Und hier vorne ist es auch noch toll, aber hier hinten wird es mir ein bisschen zu verwurstelt, also zu chaotisch, und da gefällt mir das nicht so. Aber ich habe jetzt nachgelesen, ich weiß, was zu tun ist, ihr noch nicht. Ich werde es euch auch nur ein bisschen anteasern, und zwar, es hat was mit dieser Station hier hinten zu tun. Quasi, mit dem Handelsplatz hier, ja? Mit dem Handelsplatz. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, das ist eigentlich ziemlich langweilig, ich brauche den nicht, aber... Und zwar kam der Säbelschleim mit dem Update 1.1 heraus. Und da hat man eine neue Erweiterung zu der Ranch hinzugefügt. Und um an die ranzukommen, müssen wir hier an dieser Handelsstation ein bisschen aktiver werden. So. Und das machen wir jetzt hier auch einfach mal. Das können wir so ein bisschen nebenzu machen. Quasi während wir die Gadgets aufbauen, schauen wir einfach mal, dass wir diese Handelsstation ein bisschen aktiver nutzen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben ja vorne jetzt auch nur die zwei Pumpen, die auch wieder abgearbeitet werden wollen. Und ja, sammeln wir jetzt hier einfach immer wieder ein bisschen ein. Ich glaube, hier muss ich auch nochmal aktiv werden und mehr Nahrung rein tun. Vielleicht sollte ich hier hinten die zwei Felder, die hier jetzt noch ausstehen, auch noch nutzen, um Gemüse anzubauen. Ich überlege nur gerade, ob ich eigentlich noch Gemüse habe, das ich noch nicht angebaut habe. Ich möchte jetzt ungern doppelt anbauen. So. Ah, das war eins zu viel. Das hier noch. Und dann kann ich das verkaufen. Das verkaufen. Die anderen zwei nehmen wir jetzt gleich wieder mit nach hinten. Das war doch... Es hat sich doch nach einem Glücksschleim angehört, oder nicht? So. Also, die können rein. So, und jetzt mit Vollgas. Hoffentlich kommen wir jetzt noch rechtzeitig. Nee, das hört sich doch sehr nach einem Glücksschleim an. Ah, perfekt. So, haben wir da mal einen kleinen Deal gemacht. Hat sich eigentlich auch gleich rentiert. Wir haben eine Silberwurzel bekommen. Also ich bin doch nicht verrückt, oder? Das hört sich doch sehr nach einem Glücksschleim an. Oder das sind die hier, die mich ein bisschen reinlegen. Gut, egal, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier eine Silberwurzel. Silberwurzel hört sich jetzt für mich mal stark nach einem Gemüse an. Das werden wir jetzt dann auch einfach gleich anbauen. Dass wir jetzt da einfach mal ein bisschen mehr Unterstützung kriegen, was Nahrung angeht. So, hier. So, die Pokofrucht, die schieße ich da einfach mal so rein. Ah, ich sehe schon, der Automat ist eigentlich auch schon wieder... Könnte eigentlich auch schon wieder mal befüllt werden. Also da kommt man, glaube ich, gar nicht so hinterher. Wenn man jetzt da noch mehr Hybriden versuchen würde zu züchten, dann würde man ja da, glaube ich, gar nicht mehr hinterherkommen. Ich hoffe, mit dem Update Ende Februar soll es kommen. Ist also nicht mehr weit. Ich hoffe, da machen die da nochmal in der Richtung was. Einfach um das ein bisschen einfacher zu gestalten, weil irgendwann, sag ich mal,
kann man sich doch sehr lange Zeit auf der Farm aufhalten, ohne irgendwie vorwärts zu kommen. Und das ist ja auch ein bisschen blöd. So, jetzt verkaufen wir erstmal wieder. Weil das jetzt echt blöd ist, wieder zu verkaufen. Ach, wir wollen ja den Handelsplatz ja machen und wer weiß, was jetzt schon wieder für ein Angebot reinkommt. Die Karotte da, okay. Ihr wolltet Gemüse, da habt ihr Gemüse. Oh, Tauschbörse ist... Oh nein, warum ist die offline? Hey, geh wieder online. Na. Jetzt wollte ich mich extra mal mit ihr beschäftigen und dann geht die da einfach offline, oder? Unglaublich. Okay, gut, das gibt uns dann einfach so ein bisschen die Zeit. Und so ein bisschen um unsere Schleims zu kümmern. So, hier die Quaderbeere, die können wir auch schon wieder mit nach unten nehmen. Können wir ja in den Futterautomaten stecken. Nein, also komm. Das hört sich doch... Nee, doch, das sind diese Kristalle, die da runterfliegen. Okay, tatsächlich. Das ist ein fieses Geräusch. Oder, na, vielleicht macht der Glücksschleim generell ein anderes Geräusch und ich krieg's halt, hab's halt nur wieder nicht geschnallt. Wäre auch möglich. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich von den Geräuschen... Hey, hey, Moment mal. Da rein mit dir. Bin, nur weil ich nicht hier in diesem Raum bin, heißt es nicht, dass ich nicht auf der Ranch irgendwo anwesend bin. Ja, ihr könnt da nicht machen, was ihr wollt. Ah, das war auch blöd. Ich wollte es eigentlich in den Automaten tun. Na. So sehr hat mich das jetzt durcheinander gebracht, dass mir da was entgegenkam. So, egal. Ah, hier haben wir auch schon wieder was. Oh, lass mich raten, die Feuerschleims brauchen wieder was. Ah, noch nicht einmal, aber ich gebe es ihnen jetzt trotzdem mal. So. Und dann bauen wir einfach wieder ein paar Pumpen. Wir haben, glaube ich, auch schon wieder ein paar Pumpen rumstehen. Aha, wir müssen pinke Schleims sammeln wieder. Vielleicht lege ich mir jetzt doch ein Gehege zu mit pinken Schleims. Auch wenn ich das eigentlich nicht wollte. Aber es macht Sinn. Gemüse. Warte mal, ich war gerade da hinten und hatte Gemüse da. Nehme ich gleich wieder mit. Tatsächlich ist es so, dass wir unsere Ranch mittlerweile eigentlich vollkommen vegetarisch erziehen. Also, wir haben zwar einen Hühnerstall da, aber nutzen tun wir die Hühner da eigentlich gar nicht mehr. Wir kommen komplett mit Früchten und Gemüse aus. Kann man jetzt so und so sehen, ne? Das erspart mir natürlich ein bisschen was, weil da könnte ich eigentlich sagen, okay, ich verzichte zukünftig auf die Hühner. Aber das will ich auch nicht. Ich behalte die. Hätten wir übrigens auch einen Futterautomat. Da sind sogar Karotten drin. Können wir gleich eigentlich einen Nachschub holen. Ja, und dann... Schauen wir mal, dass wir pinke Schleims rankommen. Okay, kein Nachschub. Da ist gerade nichts zum Abholen dabei. Zieh doch mal schauen. Ist weiterhin offline. Der nimmt, benutzt man die einmal und dann ist die offline. So, wieder Tiefensohle. Gott sei Dank, ein bisschen was, zwei Stück. Das kriegen wir hier noch raus. Ah ja, nochmal zwei. Perfekt. So, hier gab es so gerade eine Fütterungszeit. Ah, so, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir eh voll sind. Nichts aufnehmen können, können wir jetzt wirklich hier so durchlaufen. Und die ganzen Plots einsammeln, ohne die Schleims dazu auch noch einzusammeln. So,
So, ging ja richtig flott eigentlich. Jetzt haben wir schon wieder 31 Stück eingesammelt. Gut. Nur wenn man so einen dicken hat natürlich, dann kann man wohl nichts anderes einsaugen, weil der verstopft einem einfach die Leiter. So. Dann schauen wir jetzt hier hinten noch. Ah, da kommt gleich das Begrüßungskomitee. Naja, das läuft ja wie geschmiert hier. Ah, das wäre meiner gewesen. Egal, wir haben es beisammen. Wir haben die 50 pinken Plots beisammen. Jetzt können wir wieder schön zurückgehen. Oh, da haben wir noch eine Kiste. Die nehme ich mal mit, weil... Warte mal, ich kann die ja darüber schießen, ohne dass... Das ist auch geil. Man kann die einfach nehmen und umeinander schießen, ohne dass sie kaputt geht. Warte mal. Wie hoch fliegt die und was passiert, wenn die runterkommt? Ah, da geht sie also dann doch kaputt. Immerhin, daran hat man gedacht. Sehr cool. Und was waren drin? Vier Hühner, die übrigens alle heil sind. Nichts passiert mit denen. So, 7 Uhr Öl, das ist auch richtig cool. Ja, diesmal fehlt's an dem Meatsplot. Okay. Ja, früher war das nicht so das Problem, ne? Da waren wir viel unterwegs, sind wenig auf unsere Ranch gekommen. Da ist man immer, wenn man hier hintergekommen ist und gleich volle Lager gesehen, gut, hier, ja, geht's. Ist okay, 17 Stück, das passt noch. Jetzt schauen wir da rasch noch nach den Knallschleims, Knallplots. Da auch gleich wieder was mitnehmen können. War nicht ganz so viel. Ein bisschen was. Ich glaube sogar tatsächlich mit den Knallplots sind die etwas besser dran als mit den Meatsplots. So. Ah ja, jetzt haben wir 5 Stück bauen können. Ich habe jetzt nur leider. Ich habe ja in der letzten Folge noch ein bisschen mitgezählt, aber. Ich habe leider vergessen, wo ich war, darum habe ich jetzt keine Ahnung mehr, wie viele ich jetzt schon gebaut habe oder noch bauen muss. Jetzt haben wir nochmal 5 Stück, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich denke so um die 20 werden wir schon noch bauen müssen. So, hier einmal. Dann hier. Hier. Da hinten auch noch. Und... Ah Mist, dann haben wir hier alles verbaut. Gut. Und dann stellen wir den dahin, wo ich ihn auch noch sehen kann. So, 12 Stunden. Jetzt habe ich schon wieder das Haussymbol eingeblendet. So, was können wir machen, dass die Zeit vergeht? Ja, wir gehen nicht schlafen. Der Marktplatz hat wieder was. Denn Ortis, was hat er? Ich sitze hier ziemlich in der Patsche. Ja, okay. Oh, der hat einen seltsamen Diamant für uns. Das brauchen wir. Also 5 Pokofrüchte, 3 Erdbeeren. Und ich glaube, das war eine Silberwurzel. Wir haben übrigens seit neuestem Freilandhaltung. Weil ich ja mich darüber unterhalten hatte, ob ich nicht, also darüber nachgedacht hatte, ob ich vielleicht die... Warte, kann ich euch... Quaderbeeren klauen? Nein, ihr habt selber keine... Ah, ihr ist gerade an. Ja, überlegt hatte, ob ich die Gehege nicht wieder abschaffe. Das ist quasi die 4 da aus der Kiste, die sind jetzt der Probelauf. Das Sinn macht, Freilandhaltung. So, hier hätte ich jetzt schon erwartet, dass auch Karotten bei rauskommen. Eher, zumindest eher als bei den
verzwickten oder verzwirbelten Zwiebel. Ich glaube, verzwirbelte Zwiebel war es. So. Jetzt sind nur noch die Quaderbeere, die ein bisschen braucht. Vielleicht muss ich doch mal klauen gehen. Wir haben ja hinten noch die Quantenschleims. Da haben wir es auf jeden Fall in den Automaten drin. Halt, erstmal hier. Und hier für euch. Ach ja, genau. Die haben wir. Ich brauche nur drei. Die können sie noch behalten. Wollen ja nicht, dass ihr arm werdet, verhungert. Arm werden könnt ihr nicht, aber ihr könnt verhungern. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Was ist das passiert? Wie ist das passiert? Halt! Oh, war das jetzt... Oh, Scheibenkleister. Ja, ich habe den Kristallplot da reingeworfen. Oh, das war nicht so klug. Okay, ich muss ein paar Felsplots besorgen. Ah, da... Jetzt, also da weiß ich, wie es passiert ist. Ich habe es zu verantworten. Das habe ich zu verantworten. Oh, ich habe eine Mail erhalten. Jetzt möchte ich aber erst rasch Felsplots besorgen. Das tut mir echt leid. Da muss ich jetzt rasch Felsplots besorgen. 4, 5 Stück dürften reichen, glaube ich. Was meint ihr? Ich gebe schon auf, ja? 4, 5 Stück, das sollte reichen. Wenn wir jetzt besorgen. Haben wir den Vorteil, da vorne ist auch gleich wieder ein Teleporter, der uns nach Hause bringt. So, endlich seit langem haben wir mal wieder eine Mail bekommen. Ah, ja, ja. Ah, müssen wir aufpassen. Geh weg. Uff, wo kommt der denn her? So, achso, ich wollte eigentlich zu dem über den Teleporter gehen, ne? So, ah, jetzt ganz ruhig, nicht in Panik verfallen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich glaube, da oben war das, gell? Jetzt aber ganz flott wieder zurück. Huch! Wow! Und wieder den Turbo zünden. Jetzt können wir eigentlich mal schauen. Ah, ich weiß gerade gar nicht, wann haben wir denn die Bohrer in Betrieb genommen? Können wir gleich mal gucken. Aber nachdem er noch nicht tanzt, dauert das noch. Ja, 7 Stunden und 15 Minuten. Dauert das noch. So. Jetzt erstmal hier noch den Fehler gerade biegen. Ich glaube, das reicht. Mehr macht keinen Sinn. Das wird sonst zu voll wieder. Tut mir leid, Großer. Aber was ist eigentlich da oben? Da wieder jemand drauf geschossen und jetzt kommt mir erst auf den Gedanken, ich könnte ja auch mal darauf schauen. Ha, ich komme sogar rauf. Perfekt. Aber nichts, hier oben ist nichts. Schade. Gut, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt da... Oh Mann, hey, gefährlich wieder. Jetzt schauen wir doch mal, was wir da für eine Mail bekommen haben. Ich glaube, die war von Ogden Ortis. Oh, Partnerschaft? Von Ogden Ortis. Du scheinst dir selbst einen Namen zu machen und ich mag deinen Stil. Also komme ich gleich zur Sache.
Ich möchte dir eine Arbeit anbieten, bei der du einen kleinen Nebenjob für mich erledigst. Ich habe ein Stück Land in den Außenbezirken meines Grundbesitzes, über das man Zugang zu einer Gegend, die die Wildnis genannt wird, hat. Eine Gegend voller wilder Schleims und zum Davonrennen gefährlich, aber auch die Heimat einer köstlichen Frucht, die ich liebe. Wenn du bereit für eine Herausforderung bist, dann komm runter zu meinem kleinen Versteck nahe der Wildnis und erfahre mehr. Ich habe einen aufgegebenen Teleporter in deinem Netzwerk gefunden, den ich auf deiner Ranch aktiviert habe. Er wird dich direkt dorthin bringen. Ich hoffe, ich sehe dich da, Ogden Ortis. Ein Ort namens die Wildnis. Ogden Ortis hat dir einen Job angeboten, bei dem du in seinem Versteck arbeitest. Betritt den Teleporter nahe dem Wildwuchs, um mehr herauszufinden. Nahe dem Wildwuchs. Wo ist denn nahe... Ah, da ist der Stern. Okay. Sollen wir uns das anschauen? Ja, Zeit hätten wir. Schauen wir mal hin. Wo landen wir jetzt hier? Ich bin gespannt. Ogdens Versteck. Wohin man sich zurückzieht, nachdem man entkommen ist. Damit ist auch dieses Fragezeichen gelüftet. Perfekt. Und ich denke, das andere Fragezeichen steht hier dann auch für die Wildnis. So, das hier ist also Ogdens Haus. Oder Versteck. Es ist ja nur sein Randbezirk. Ah, da kann ich hier ein bisschen... Ich kann seine Farbe verändern. Oh. Hier komme ich aber nicht durch, obwohl hier schöne Bauflächen wären. Vielleicht hebt man sich das ja noch für später auf. So. Was kann ich jetzt hier machen? Da ist jetzt nur nochmal so ein Terminal. Schauen wir uns das mal an. Ja, Beatrix, danke, dass du in mein Versteck gekommen bist und dir mein Angebot anhörst. Also, kommen wir zum Geschäft. Ich habe diesen Ort vor Jahren gebaut, als eine kleine Ferienhütte für mich. Später habe ich festgestellt, dass es nahe einer Reihe von Inseln mit primitivem Säbelschleims liegt. Ah, die Säbelschleims, da haben wir sie ja. Ich nenne diese Insel die Wildnis und nachdem ich sie erforscht habe, habe ich ihr wahres Geheimnis entdeckt. Die seltene Kukadoba-Frucht. Was ist eine Kukadoba? Nun, es ist die köstlichste, unwiderstehlichste Frucht im Universum. Naja, die meisten Leute sagen, sie schmeckt wie verrotteter Käse, aber die liegen falsch. Jedenfalls war ich schnell von dieser Frucht besessen, aber bald habe ich festgestellt, dass ich zu alt und zu langsam geworden bin, um das Risiko einzugehen. Siehst du, die Wildnis ist die Heimat einer Horde von wilden Schleims, die Nachkommen der alten Säbelschleims, die einst in diesen Landen jagten. Kukaduba sammeln ist gefährlich. Und da kommst du ins Spiel. Ich werde dich nur zu gerne dafür entlohnen, die süßen, süßen Kukadubas für mich zu sammeln. Platziere sie einfach in dieser speziell umgebauten weite Tauschbörse und wir sind im Geschäft. Sammle genug von ihnen und ich gebe dir meine geheime Wundermischung für deine Gärten. Ich werde dich für jede 3 Kukadubas auch mit meinem speziellen würzigen Tofu belohnen. Ich habe den Teleporter in die Wildnis hier beim Versteck aktiviert und du kannst sie nun auch nach eigenem Gutdünken erforschen. Du musst nur wissen, dass das Warp-Netzwerk hier ein wenig verbuggt ist. Du wirst nicht immer an der gleichen Stelle herauskommen und du wirst einen funktionierenden Teleporter finden müssen, um zurückzukommen. Es ist verbuggt, ich weiß. Sei einfach vorbereitet. Okay, also gut. Wir müssen... So schaut also diese Kukaduba-Frucht aus. Die müssen wir für Ogden Ortis sammeln. Dann bekommen wir hier seinen leckeren Tofu und eine Gewürzmischung. Außerdem haben wir die Chance auf den Säbelschleim. Und ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir werden durch dieses Portal gehen. Schauen, was passiert.
er sagte, das Netzwerk ist verbuggt, also ich bin gespannt, wo man rauskommt, und man kommt wohl nur mit einem anderen Teleport auch wieder zurück, also ja, ich bin sehr gespannt. Wo befinden wir uns hier eigentlich auf der Karte? Oh, das gibt's wieder nicht. Aufenthaltsort unbekannt. Oh je, okay. Gut, das hindert uns nicht daran, wir werden jetzt hier durchgehen. Die Wildnis, gefüllt mit den antiksten, reichenden Wurzeln des Schleimfamilienstammbaumes. Ja. Sorry, ich habe hier echt zu viel geredet langsam. Ah, ich habe hier natürlich keine Karte zur Verfügung. Oh Gott. Huch. Oi, hey, geh weg. Oi, oi, oi. Ah, das. Ich habe die Kukadubas gefunden. Oh, ist aber gefährlich hier zu sein. Hey. Geh weg. Du gehst auch weg. Was ist das? Jawohl, ich habe einen Säbelplot. Ich habe einen Säbelplot. Säbelslime. Oder wenigstens sein Nachkommen. Perfekt. Oh, jetzt aber. Wir schauen weiter. Wir bleiben jetzt mal hier nicht stehen. Ah, die Kukaduba, die scheint auch an mehreren Stellen zu sein. Das ist... Was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, da muss man echt aufpassen. Ich glaube, jetzt brauche ich... Warte mal, ich habe doch diese komische Erweiterung doch da mal gekauft. Ah, da gab es doch... Warte mal, ich schaue mal in den Einstellungen. Da gab es doch was, dass ich mir so unliebsame Schleims-Schockwelle, genau, auf Q. Auf Q. Ah, das ist die Schockwelle. Okay, verstehe. Aber was ist das hier jetzt? Also reinschießen bringt nichts. Ach, das ist der Markt. Warte mal, so sah da auch meine Marktplatzerweiterung eigentlich aus, oder nicht? Huh. Na egal. Okay. So. Ich glaube, wir können die nicht nutzen, da die nur für... Oh, vorsichtig. Jetzt nicht wild umeinander rennen. Das kann böse ausgehen. Da muss man echt... Die muss man sich echt vom Leib halten. Ach, geh weg. Ey. Die sind echt nicht sehr freundlich gesinnt. Das merkt man nicht. Ne? Dass die nicht so happy sind, dass man hier so ist. Ne? So, wie ist es halt? Das richtig coole ist jetzt eigentlich. Säbelplot, man kann die jetzt. Müssen wir mal schauen, mit wem wir die kombinieren. Oh, das ist ein ganzer. Ah, ne, das sind Pogo-Früchte, okay. Genau, kommt alle ruhig mal her, damit ihr da runterfallen könnt. Und hopp. Also ich glaube, den erstbesten Teleporter nutze ich, um zurückzugehen. Ich kann mir hier eigentlich anschauen, was so eine Kombination cool wäre. Die ist es auf jeden Fall nicht. Aua. Was ist das? Das ist Säbelschleim-Matschball. Enthält Kukadus. Oh Mann. Ah, jetzt ist aber gut hier. Leute. Oh, jetzt muss ich echt aufpassen. Also... Der Octonortus hat nicht zu viel versprochen. Es ist saugefährlich. Es ist wirklich saugefährlich hier zu sein. So. Ich wünsche mir wirklich eine Teleporter. Da wäre einer, aber er ist nicht aktiv. Ah, verdammt. Der ist nicht aktiv. Nein, ich komme da nicht rauf. Warte mal, versuchen wir das so. Jetzt muss ich nur kurz warten. Oder ich fliege darüber. Puh.
Ja, da ist man gleich voller Adrenalin hier mit dem auf der Wildnis. Endlich ist er mal wieder ein bisschen Action, würde ich sagen, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es langweilig geworden ist. Wir hatten ja trotzdem gut was zu tun, aber es ist schon jetzt was anderes. Also das fordert uns jetzt deutlich mehr. Ich meine, klar, wir könnten jetzt die ganze Zeit füttern, aber dann hätten wir die Kukadubas nicht für uns. Also wir wollen die ja abgeben, ne? Ah ja, jetzt hier erstmal irgendwo einen Teleporter finden, der funktioniert. Na, schönen Dank. Jetzt auch. Oh, und ein Teerschleim gibt es ja auch. Da ist der nächste inaktive Teleporter. Der Teerschleim, der könnte uns vielleicht sogar hilfreich sein an der Stelle, weil der frisst natürlich die anderen erstmal auf. Den Teerschleim, den kriege ich am einfachsten los. Den muss ich ja nur mit Wasser bespritzen. Oh, das schaut cool aus. Die schauen cool aus. Ich glaube, die kreuzen sich miteinander. Das gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, ob ich... Ich glaube, von da kam ich. Ich laufe gerade wieder zurück. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man keine Karte hat zum Orientieren. Aber diese Kukaduba, die finden wir hier eigentlich recht häufig. So, hier ist nichts. Ich, ja, ich renne also sehr viel umeinander, weil ich natürlich vermeiden will, da angegriffen zu werden von diesen Freunden hier. Enthält Kukadubas. Ja, wie kriege ich die jetzt da raus? Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ah, Teleporter gefunden. Super. Also, wir sind wieder zurück in Ogdens Versteck. Wir werden in der nächsten Folge mal schauen, was diese Gewürzmischung sein wird. Ah, die kriegen wir erst bei 75 Stück, aber den Tofu kriegen wir auf jeden Fall dann. Wir sind jedoch am Ende unserer Folge angelangt. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir da ein bisschen was einzahlen. Und ich weiß nicht, jetzt bin ich wieder so hin und her gerissen. Die Gadgets machen auf jeden Fall, sollten wir. Die Wildnis ist aber auch ein interessanter Punkt jetzt. Aber das ist Gott sei Dank sehr nah gelegen alles. Also das sind ganz kurze Strecken mit den Teleportern. Von dem her ist es, glaube ich, kann man noch ein bisschen am Anfang der Folge die Gadgets machen und den Rest der Folge ein bisschen mal durch die Wildnis laufen. Und wir haben auch noch den Säbelplot eingesammelt. Also da werden wir auch noch das eine oder andere Experiment starten. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und wie das Ganze aussehen wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich ciao.